Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein super schnelles Hawaii-Sandwich mit Prosciutto Cotto mal wieder im Opti-Grill vorstellen. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten liegen bereit. Wir brauchen für unser Hawaii-Sandwich 2 Scheiben Toast, 2 Scheiben Prosciutto habe ich hier genommen, oder Kochschinken könnt ihr auch nehmen. 4 Scheiben Cheddar, ich finde Cheddar passt ganz gut, weil etwas kräftiger im Geschmack. Und wir brauchen natürlich Ananas. Die Ananasscheibe hier habe ich doch relativ kräftig ausgedrückt, damit die nicht so nass ist, die feuchtet sonst den Toast durch. Also richtig ordentlich mit Haushaltspapier nochmal ausdrücken, damit die relativ trocken ist. Dann brauchen wir ein bisschen Butter zum Bestreichen der Toast und ich mache ganz gerne noch ein bisschen Gewürz drauf, ein bisschen Paprika edelsüß. Das ist aber eine Geschmacksfrage, wer das nicht mag, lässt es einfach weg. Und dann können wir loslegen. So, das reicht auch schon an Paprika edelsüß und jetzt fange ich an und baue das Hawaii-Sandwich zusammen. Und zwar unten zunächst mal eine Scheibe Schinken, und dann kommen 2 Scheiben Cheddar. Auf den Cheddar kommt dann die Ananas und das Ganze jetzt rückwärts nochmal. Also jetzt wieder Käse. Dann kommt wieder Schinken und fertig ist unser Hawaii-Sandwich und jetzt geht's in den Opti-Grill. So, ich heiz den Opti-Grill jetzt zunächst mal vor und zwar auf der Sandwich-Stufe und das dauert bei mir erfahrungsgemäß so um die 6 Minuten. Und wenn er soweit ist, sehen wir uns wieder. So, Opti-Grill hat sich gemeldet. Und dann können wir unser Hawaii-Sandwich reinlegen. So. Und dann schauen wir mal, was der Opti-Grill draus macht. So, der Opti-Grill hat sich gemeldet. Wir schauen mal. Oh, da ist noch Luft nach oben. Da wollen wir natürlich jetzt schon noch mal einmal drehen. Na, ihr seht, der ist noch nicht richtig braun. Da machen wir weiter. Also, wir drehen ihn einmal. Der Käse ist schon so ein bisschen zerlaufen, aber das reicht noch nicht. Ein bisschen schieben hier. So, und weiter geht's. Und der Opti-Grill meldet sich zum zweiten Mal. Ja, mir ist der Käse hier noch nicht genug zerlaufen. Dann würde ich sagen, wir warten noch ein bisschen, dann nehmen wir ihn raus. Ja, er ist jetzt gelb hier. Ich denke, das reicht. Sonst läuft der Käse ganz aus. So, ich mache mal aus. Und das sieht gut aus. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Und dann warten wir jetzt mal, bis er sich ein bisschen abgekühlt hat. Und dann schneiden wir ihn an. So, ich habe jetzt das Hawaii-Sandwich ein wenig abkühlen lassen, damit man es anfassen kann und schneiden kann. Und dann schneiden wir es mal auf und gucken mal, was geworden ist. Ja, das sieht lecker aus. Der Käse ist gut geschmolzen. Und ihr könnt es hier sehen, die Ananas dazwischen. Ganz herrlich.
Wie länger hätte es auch nicht drin bleiben sollen oder dürfen, dann wäre der Toast zu trocken geworden und der Käse wäre ganz ausgelaufen. Also, ich denke, so war genau richtig. Ja, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.